Jo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein kleines Update zur Biko Group. Ehemals hieß das schwedische Unternehmen ja Cellink, wie du weißt. Hier mit einer Viertelmilliarde am Markt kapitalisiert, geht es vor allem darum, den 3D-Print im Biobereich zu machen. Das heißt, Gewebe, Zellen etc. mit einem 3D-Drucker zu entwerfen, die später idealerweise genutzt werden können. Ein ultra spannendes Thema, wie ich finde, mit Megapotenzial. Wir gucken uns mal an, denn momentan, wenn wir die letzten Woche mal angucken, die letzte Woche per se, die war mit 14% minus, alles andere als gut gesegnet. Der Monat allerdings immer noch überragend, da ging es zwischenzeitlich mal auf 43% hoch, nur um jetzt wieder so eine kleine Korrektur zu erfahren. Aber Jahresbilanz an und für sich, jetzt könnte man sagen, ja gut, 2,8%, 2,9% ist besser als in die Hose geschissen. Ja, ist es, aber wenn man überlegt, dass es mal zwischenzeitlich bei über 265% ist, dann ist es natürlich alles andere als befriedigend. So als hätte man sich zum Vatertag ein Fass Bier gekauft, will es schön aufhauen, wie auf der Wiese, ne? O-zapft ist. Und zack, bleibt nur ein Tropfen übrig. Der ist auch noch Schaum und schmeckt scheiße. Also im Endeffekt, so fühlt man sich wahrscheinlich, wenn man verpasst hat, hier zu verkaufen. Oder man sagt halt, na gut, ich will langfristig rein. Da war die Group sogar mal hier 2021 bei knapp 58 Euro. Du siehst ein Potenzial nach oben, das ist wirklich explosiv. Ob das alles so klappt, naja, die Analysten sind auf jeden Fall schon der Meinung, da geht was. Selbst die Pessimistischen, die sagen, ey, halten, oder der Pessimistischste in dem Fall, der würde es auch noch mit 8,70 bewerten. 22. August, ganz wichtiger Tag. Hier sind die sogenannten Financials Release. Da wird es vorab definitiv volatil. Ist natürlich immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Oftmals steigen die Kurse, weil oftmals die Erwartungen groß sind. Aber die Enttäuschung, die lässt nicht selten dann auf sich nicht warten. Und dementsprechend kann man da auch viel Verluste machen. Also ich finde es vom Anwendungsbereich, da ist ja auch selber in der Genetik jahrelang gearbeitet habe, sehr spannend und kann sagen, das ist was, wo ich gut finde, aber wie gesagt, bringt halt alles nichts, wenn sie nicht liefern, dann ist das Ganze nichts wert. Wenn du aber generell so Aktien geil findest, die definitiv Zockerpotenzial haben, dann kommen auf jeden Fall auch in die Telegram-Gruppe jetzt schon 137 Zocker dabei, wo jetzt wirklich viel ausgetauscht wird, wo ich teilweise echt nur Screenshots mache und mir Ideen hole für neue spannende Aktien.